Wir sollten nicht ohne Map, also nicht ohne Karte losgehen. Auch wenn wir wissen, wie unsere Umgebung vermeintlich aussieht, Dinge verändern sich. Du wirst sehen. Und an PS sozusagen, ich glaube, es gibt einen Weg, an diesen Dingern, also an den Monstern vorbeizukommen. Sie sind vom Gestank des Zerfalls werden sie angelockt. Das könnte natürlich auf unsere Fleisch, auf unseren verfaultes Fleisch anspielen. Wenn ich Probleme damit habe, an ihnen vorbeizukommen, ah, da ist es ja schon, lasse ich ein bisschen verfaultes Fleisch an einer Seite von einem Hiding Spot. Lege ich es dahin und verstecke mich dann. Dann können sie wie. Kann ich mich verstecken und sie kommen zu mir und ich kann vorbei krabbeln. Und da ist aber keine Unterschrift drauf. Oh, was haben wir denn hier? Okay, Flashlight off. Aber trotzdem. Ah, Chuck. Chuck, die Zimmerpflanze. Alles klar. Okay, hier können wir uns verstecken. Man hört auch schon wieder, rechts ist irgendwie so ein Vieh. Dann werde ich mal den Trick anwenden, den er mir genannt hat. Oh, jetzt hat es geschrien. Und da ist es hier schon. Okay, es ist. Wir gehen raus und bewegen uns und bewegen uns und bewegen uns und gehen hier rein. Und gehen hier gleich wieder raus. Und wir kommen nicht weiter, also gehen wir wirklich hier rein. Und gehen hier rein. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir sind. Gucken wir auf die Karte. Okay, wir sind praktisch ein Zimmer weiter. Shelves, also Bücherregal. Sind ein paar gute Bücher drin. Ich habe mir schon mal welche davon ausgeliehen. Das Bett. Ja. Oh, eine alte Notiz. Okay, die wollen wir uns natürlich gleich mal angucken. Entschuldigung. So. Ich würde auf jeden Fall raten, gegen das zu handeln, was Draco sagt, wer auch immer Draco ist. Der Mann ist eine Gefahr für das, was von der Gesellschaft übrig ist. Also er spricht sicherlich die Wahrheit, wenn er sagt, dass man sich verteidigen muss. Und wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Aber was ich probiere zu sagen ist, dass der normalerweise eine andere Möglichkeit ist, das Problem zu lösen, ohne Gewalt anzuwenden. Denke darüber nach. Da ist wieder keine Unterschrift auf dem Papier. Wir wissen nicht, wer Draco ist. Vielleicht werden wir es ja noch erfahren. Wow. Okay, ja, eklig Toilette. Bar, also eine Badewanne. Ich will mir nicht vorstellen, was hier passiert ist. Ne, das will ich auch nicht. Ein Loch in der Wand. Ja, gucken wir uns das an. Ich meine, hier kann mich eigentlich nichts mehr schocken. Hier geht irgendwas Komisches vor sich. Nein, das ist nur meine Einbildung. Was zum Teufel ist das? Ja, komm, wir sind mutig. Noch sind wir mutig. Wir gehen da rein. Okay, das ist. Hier ist schon wieder alles so verschwommen. Wie als wir in den Spiegel geguckt haben. Und wir laufen einfach mal. Und wir laufen und wir laufen und wir laufen und wir laufen. Ich kann mal probieren, die Flashlight. Okay, man sieht nichts, wenn ich sie ausmache. Das ist natürlich nicht so gut. Wir laufen, wir laufen, wir laufen, wir laufen, wir laufen. Das, ja. Es gibt keine Möglichkeit, dass das noch in seinem Apartment-Block ist. Oh, 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 oh. Ich hör's, ich hör's, ich hör's, ich hör's. Ich hör's. Da kommt was. Hinten links war was. Wo sind wir denn hier? Alles verschwimmt. Wir werden langsam. Sind wir jetzt wieder am Anfang? Nein, wir sind durch. Ich hatte das Gefühl, es würde niemals aufhören. Hey, da ist noch ein Sp Ah! Ja, wirklich doch, das mit den Spiegeln. Wirklich. Und ein Squid Stick.
Okay, ein frittierter Tintenfisch auf einem Spieß. Alles klar. Okay, hier ist wieder so ein Mirror, so ein Spiegel. Was haben wir hier? Okay, neue Batterien für die Flashlight. Prawn Crackers, also Chips, die wir natürlich essen können. Gucken wir mal hier. Oh. Du hast es nicht gesehen. Nein, hast du nicht. Nein, nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wieder hier rein, wieder hier rein, wieder hier rein. Wo sind wir denn? Okay, 204 zu 205. 205 zu 204 befinden wir uns jetzt gerade da unten. Hier ist das Loch in der Wand. Ja, du bist müde. Okay, probieren wir mal. Wir gucken nochmal rein. Ah! Ah, cool. Okay. Jetzt sind wir wieder zu Hause. Okay, alles klar. Na gut, wenn er schon sagt, dass er eine Pause braucht, dann... werden wir mal ausruhen. Auf jeden Fall einen Tag weiter, jetzt Tag 3. Wir werden ein bisschen unsere Taschenlampe schonen. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem noch was erkennen. Obwohl, ja, vielleicht können wir den Spiegel jetzt auch nutzen, um zurück... Ja, cool. Jetzt sind wir wieder in 205, alles klar. Dann wollen wir hier mal weitergehen. Ja, du hast Hunger, das ist auch okay. Können wir was gegen tun? So, essen wir ein paar von den Crackern. So, das hat uns hoffentlich nicht gesehen. Wenn ich mich... So. Zack. Hiding Spot. Also wenn die Flashlight aus ist, dann können sie uns wirklich nicht gut erkennen, muss man da sagen. Also das funktioniert immer ganz gut. Dann gehen wir hier raus und zack, hier rein. Nein. Da rein. Da rein. Da rein. Puh. Okay. Das ist ein Fire Exit. Kannst du die Treppen angucken? Ah, sind kaputt. Okay, also da kommen wir nicht runter. Gehen wir wieder hier rein. Sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt. Okay, also wir haben jetzt einmal da unten das. Da, was auch blockiert ist. Das waren eben die Treppen und jetzt sind wir da oben wieder reingekommen und sind im Prinzip fast schon vor Zimmer 203. Entschuldigung, falscher Knopf. Ja, hier, 203. Okay, scheiß Place. Hier werde ich keine Taschenlampe brauchen, das ist hell genug. Gucken wir mal hier rein. Das sieht aus wie ihr Schlafzimmer. Nach Parfüm, da gucke ich nicht rein. Da sind bestimmt Mottenbälle drin, die mag ich nicht. Okay, also wir haben eine kleine Parfüm- und Mottenballphobie. Naja, es hat einen weiblichen Touch, das Bett. Okay. Noch ein Beistelltischchen, Bücher und ein paar Papiere. Was ist hier? Eine Puppe. A weird old doll. Okay, also eine merkwürdige alte Puppe. Gucken wir uns das mal an. Und das verängstigt uns, wenn wir uns das angucken. Das sind nur Kleiderbügel. Und in den Bathroom müssen wir nicht, sagt es uns hier. Das heißt, wir gucken mal weiter. Aus dem Schlafzimmer hier auch nicht. Das ist die Haustür, denke ich. New York Skyline Painting. Okay, hier ist niemand mehr am Leben, aber hier spielt Musik. Das ist merkwürdig. Ja, da hat er recht. Die einzige Tür, die wir noch öffnen können. Oh! Ja, so viel zu niemand mehr im Leben. Hi? I'm not letting you out. Okay, das ist Chi hier vorne, von der vorhin auch schon die Rede war. Lässt uns aber nicht raus. Wir fragen warum und sie sagt, du weißt warum. Na, sprechen wir mal mit ihr. Hallo? Hast du die Puppe mitgebracht? Ich möchte nicht darüber reden. Worüber reden? Also, bis du mir das zeigst, kannst du sie behalten. Und
If you get nothing else. Okay. Bis wir darüber reden können, habe ich dir nichts weiter zu sagen. Okay, also es geht um die. Ich denke mal, es wird um die Puppe gehen, die wir da vorhin aufgehoben haben. Ich werde aber erstmal noch mit Bencido reden. Der fühlt sich hier auf jeden Fall sicher. Das ist aber nicht sicher. Und Chai macht die besten Partys hier, sagt er. Wir sollten uns entspannen und es genießen. Keine Zeit, da draußen ist voller Monster. Okay, und alle sagen, es gibt nichts, worüber wir uns aufregen müssen. Und lacht schon wieder. Irgendwie. Ich glaube nicht, dass. Irgendwas ist hier faul. Ein ganz komisches Gefühl. Können wir mal mit Kenny reden? Wie könnt ihr einfach so feiern während einer Zeit wie dieser? Das ist nicht eine schöne Party? Schöne Party? Wovon redest du? Das ist verrückt. Das sind Monster draußen. Hast du überhaupt mitgekriegt, was mit der Welt passiert ist? Nichts. Außer dem üblichen Scheiß. Okay, also irgendwie haben sie das alles mitgekriegt, das glaube ich aber nicht. Also irgendwas ist hier falsch. Kannst du mal aufwachen? Okay, er möchte also definitiv nicht, dass. Also entweder will er es nicht wahrhaben oder er hat es einfach also wirklich nicht mitbekommen. Und wir müssen natürlich warnen, ne? Ich meine, wir haben das gesehen, was da draußen rumrennt. Okay, und er sagt, es wissen alle. Und wir sollen ihm was erzählen, was er noch nicht weiß. Und wir sollen uns nicht zu sehr darüber aufregen. Das ist interessant auf jeden Fall. Chai, ist hier noch was? Nein. Dann werden wir mal probieren, können wir mal mit Chai sprechen? Okay, sie sieht das. Ja, dann sollten wir die Puppe geben, oder? Sie sagt, es muss hart für uns gewesen sein. Ich habe keine Ahnung, wovon sie redet, ja, in der Tat. Okay, sie hat, worum wir sie gebeten haben und wir sollen sie draußen treffen. Ich habe keine Ahnung, wovon sie redet, aber warum nicht, ne? Warum nicht? Gehen wir auf den Balkon. Hallo? Ist okay, nimm es einfach. Wovon redest du? Oh, die Pist Okay, eine Pistole. Immerhin hat sie verstanden, dass wir Schutz brauchen, im Endeffekt. Und sie ist nicht diejenige, die uns verurteilt. Gucken wir mal vom Balkon runter. Und die Verwüstung ist mehrere Meilen weit zu sehen. Und wir fragen uns natürlich, was hier passiert ist. Und wie die Krankheit sich so ausbreiten konnte. Aber dann werden wir wohl mal die. Erstmal was essen. Aber vielleicht nicht das, sondern. Ja, den Squid Stick. So. Schmeckt zwar nicht, aber ist lecker. Schmeckt zwar nicht, aber ist lecker. Hat uns auf jeden Fall den Magen gefüllt und wir haben jetzt eine Pistole bekommen. Fühlen uns ein bisschen sicherer. Und Chai ist weg. Chai? Okay. Da ist unsere Pistole. Hochzielen, runterzielen. Wo wir rückwärts laufen. Nachladen. Okay. Gehen wir mal. Oh ja. Ja. Schöne Sache. So viel zur Party. Okay, die müssen wir ausschalten. Pam, pam, pam. Pam, pam. Komm her. Okay. Die haben wir erledigt. Aber was ist hier passiert? Ich wollte gerade sagen, ich war doch eine volle Party hier und plötzlich. Oh. Bin's Kenny? Kenny? Oh, ich will gar nicht wissen, was sie mit denen gemacht haben. Ich werde mal vorsichtig. Sieht alles so verwüstet aus hier drüben. Ich muss hier raus. Zum nächsten Fire Exit. Vielleicht können wir es darüber schaffen. Müssen uns erstmal hier umschauen. Okay, war das wirklich das, was wir eben. Oh, Beef Jerky. Beef Jerky ist super.
Haben wieder was zu essen, Trockenfleisch. Trockenfleisch ist gut. Neue Batterien für die Flashlight. Oh, hier ist alles verwüstet. Wir brauchen Schlaf. Interessant auf jeden Fall. Das ist der. Ah, der Schlüssel für 206 für das Schlafzimmer. Da unten, da wo wir am Anfang nicht reingekommen sind, können wir jetzt reingehen. Warum haben wir nicht gleich dran gedacht, dass es das Apartment ist, wo wir schon Ewigkeiten drin wohnen? Aber vielleicht kann ich mit dem Spiegel hier zurück reisen. Wir werden das mal probieren. Das hat mit dem anderen Spiegel hier auch geklappt. Ich hoffe, das klappt wieder. Und wir sind wieder angekommen, Tatsache. Aber da er ja eben schon verlaut ist, dass er ziemlich müde ist, shattered, genau, werden wir, bevor wir durch die Tür zum Schlafzimmer gehen, noch einmal das Bett aufsuchen, schlafen. Und meine lieben Freunde, ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, mir auf jeden Fall. Ich freue mich, dass ich nach langer Zeit wieder dabei bin. Und ja, hinterlasst mir nochmal Kommentare oder Feedback und sagt mir, wie ihr das Spiel bis jetzt findet, ob das weitergespielt werden soll oder ob Einstellungen zum Sound oder zur Sprachqualität noch verändert werden sollten. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.